Moin zusammen, hier ist Henri, wir sind zurück bei unserer hier bernonordischen Königin hier im Königreich England, die zuletzt eine Freiheitsfraktion, die aus ihrer Sicht ungerechtfertigt ihre Forderung gestellt hatte, ja relativ gut zurückschlagen konnte und ja dann so ein wenig ihren Sadismus an ihren Unterlegenen hat ja ausleben können, sicherlich keine schönen Stunden im Königreich England. Jetzt muss sie aber, und deswegen steht sie hier schon mit ihrem Ratsverwalter, das ist Herzog Alfudan, muss sie sich um, ja, ein Stück weit um die Neustrukturierung des Reiches kümmern. Sie muss Domänen neu vergeben, muss, ja, im Grunde Leute neu an sich binden und hat viele, viele organisatorische Sachen zu tun. Und da werden wir uns jetzt mal reinstürzen. So eine Sache vielleicht zuallererst. Sie hat ja auch noch zwei Töchter. Bebin, wir erinnern uns, und Ite, die beide auch noch unverheiratet sind. Und da schauen wir mal. Gehen wir mal zuerst auf Ite, die interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob die das irgendwie hier selbst entschieden haben. Ich kann mich ehrlicherweise nicht daran erinnern. Vielleicht haben wir es doch gemacht, ich weiß es nicht genau. Hier unterrichtet wird von ihrem Vater und in Richtung Verwaltung geht. Ja, wenn sich das so ergeben hat, dann ist das so. Und hier werden wir mal eine Heirat arrangieren. Und zwar gibt es hier diesen jungen Mann, Ordonio. Und zwar ist er Sohn des Erben des Königreiches hier von Navarra. Und das ist ja durchaus auch noch englische Nachbarschaft. Und von daher auch hier, denke ich mal, eine ganz gute Verbindung, die man eingehen kann, vielleicht auch so ein bisschen zum Schutz hier dieser muslimischen Übermacht. Ist das eigentlich jetzt schon ein Großkönigreich? Al-Andalus? Nee, das ist noch ein Königreich. Aber eigentlich dürfte er kurz davor sein, auch ein Großreich gründen zu können. Gut. Aber um hier so ein bisschen, naja, die letzten katholischen Flecken dort im Zweifel gemeinsam verteidigen zu können. Wir werden hier mal eine Heirat arrangieren mit Ite. Die werden das Ganze annehmen. Machen sie es auch matrilinear? Machen sie tatsächlich. Ja, dann als hervorragende Diplomatin, denke ich, gibt es keinen Grund, weshalb unsere Königin das nicht machen sollte. Okay, wir schicken den Vorschlag mal ab und in dem Zuge, vielleicht ist das Teil auch dieses Verlöbnisses und dieser Vereinbarung, werden wir hier dieses Earltum, was unsere Königin noch besitzt, so Brab, wenn man es denn so ausspricht, vergeben, denn das hat unter anderem hier Einfluss auf ihre Domänenschwelle und ist wirklich weit, weit weg. Das kann sie nicht gut verwalten. Und zwar wird sie das, wie gesagt, im Zuge dieses Verlöbnisses vergeben an einen örtlichen baskischen Adligen. Ich finde, das passt ganz gut und wird dann auch die Kulturakzeptanz zwischen Basken und Hiberno-Nordmannen erhöhen. Und dann ist dieser Mann jetzt hier, Graf Itibal, ist jetzt unser Vasall geworden. Sehr gut. Okay, das haben wir erledigt und jetzt wäre es natürlich ganz gut, gehen wir nochmal auf Ite, wenn sie auch Baskisch lernen könnte. Wir haben nur leider niemanden am Hof aus der Region. Und von daher wird sie dann eine andere Sprache lernen müssen und vielleicht können wir ihr dann Goidelisch, also irische Sprache, gehört ja irgendwie doch auch so zu ihrer Kultur, noch mit dazu. Sie spricht jetzt momentan Nordisch und Englisch, aber irgendwo hat sie auch irische Wurzeln. Also das werden wir ihr nochmal beibringen. So, und dann geht es um unsere zweite Tochter. Und da gibt es eigentlich auch eine ganz interessante Möglichkeit. Und zwar hier im Königreich Friesland. Diesen jungen Mann, Prinz Godefroy. Und der König von Friesland, ja, ist schon relativ alt, 74. Erben wird dieser Mann. Der Moment, jetzt sehe ich gerade. Das ist natürlich vielleicht sogar noch die deutlich interessantere Partie. Ja, ja. Wir werden hier mal anfragen. Für unsere Tochter Bebin in diesem Fall.
Oh, und selbst das würden sie matrilinear annehmen? Ernsthaft? Ja, dann ist das natürlich die deutlich, deutlich bessere Partie. Das bringt erstmal kein Bündnis ein. Aber wie gesagt, er ist 74 und er wird relativ bald erben. Schau nochmal. Mhm. Erbrecht ist hier Erbteilung, männliches Vorrecht. Ja, also da kann eigentlich auch nichts mehr passieren, außer ihm passiert etwas. Und dann ist er der im Grunde übernächste König von Friesland. Sehr gut, das werden wir mal abschicken. Und dann werden wir aber auch hier unserer Tochter, das sind nämlich hier Franzosen, und da haben wir jemanden am Hof. Wo sie, jetzt müssen wir mal gerade schauen, hier, von diesem Bürgermeister, nee, da hatten wir aber auch andere. Hier unsere, wo war sie denn? Die Hoftutoren, genau. Von ihr kann sie Vulgärdeutsch lernen und das ist auch die Sprache dieses jungen Mannes. Vulgärdeutsch. Sehr gut. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt und haben auch schon ein Earltum abgegeben. So, und jetzt zu guter Letzt ist immer noch die Frage, wir schauen mal, was unsere Königin noch hat. Es gibt da nämlich ein kleines Problem. Eigentlich wäre es sinnig, oder was eigentlich sehr, sehr schön wäre, wäre, wenn wir unserer Tochter das Kleinkönigreich oder das Herzogtum Meath schon mal übergeben könnten. Sie wird die zukünftige Königin von Irland sein und im Grunde wäre es ganz gut, sie so auf diese Art und Weise in Irland schon mal zu verfestigen. Allerdings können wir ihr nun mal keine Titel vergeben, weil wir das männliche Vorrecht haben, selbst wenn sie die einzige Erbin ist. Das heißt aber auch, dass wir diese Titel, obwohl das jetzt wirklich kein spannendes Herzogtum ist, niemand anders geben sollten, weil dann kann sie es nicht mehr erben und dann würde sie, wenn sie König werden würde, hier irgendwo so eine Kleinigkeit bekommen, wäre aber ehrlicherweise eine sehr schwache Königin und das ist ungünstig. Unsere hervorragenden Diplomatin sollte das bewusst sein und deswegen macht sie das nicht. Heißt aber, dass sie etwas anderes abgeben muss. Wessex kommt natürlich nicht in Frage, bleibt nur die Normandie. Und da ist die Frage, tja, was machen wir mit der Normandie? Und am Ende des Tages, tatsächlich hat unsere Königin relativ lange darauf rum überlegt, gibt es aber doch eine gute Variante. Und zwar, natürlich ist das kein Herzog, der dort schon regieren kann oder sonst was. Es ist mehr symbolisch, den jungen Haberth zum Herzog der Normandie zu machen und damit aber auch seinen Anspruch sowohl auf den englischen Thron als auch auf die Ländereien hier, die englischen Ländereien südlich des Kanals zu stärken. Was wir allerdings vorher machen sollten, ist, dass wir ihm einen Vormund geben und da werden wir unseren Gemahl, das so rum hier können wir. Er soll sich um den jungen Haberth kümmern. Genau, das wird er selbstverständlich annehmen. Und dann werden wir, weil er sich sonst so ein klein wenig unserer Kontrolle entzieht, werden wir hier auch schon mal unsere Würfel sprechen lassen. Geht das schon eigentlich? Ja, das geht. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, welchen Schwerpunkt er hat. Bisschen schwierig. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich würde sagen, ich würfel mal 1 bis 5 und wenn eine 6 kommt, würfeln wir nochmal. Und es kommt natürlich eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und damit geht er auch in Richtung Diplomatie. Das wählen wir dann schon einmal aus. Gut, dann haben wir das soweit vorbereitet, dass wir hier unserem Sohn, glaube ich, guten Gewissens. Unser Sohn ist ja auch nicht unser Enkel, aber hier das Ganze schon mal offiziell machen können. White haben wir dann ja noch nach diesem Fraktionskrieg übernommen. Das wird unsere Königin aber behalten, weil es dann einmal hier an ihre Ländereien angrenzt und im Grunde eben auch zu Wessex gehört. Moment, jetzt kann er die nicht übernehmen? Ähm,
Das hatte ich mir doch eigentlich im Vorwege angeschaut. Bebin ist die Erbin der Normandie. Ach du meine Güte. Tja, und ihr können wir natürlich wieder nichts geben. Er ist sozusagen nur der zweite hier in der Erbfolge. Tja. Oh, ich war der Meinung, ich hätte mir das angeschaut im Vorwege. Ha, das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Dann müssen wir mit der Normandie noch etwas ganz anderes machen. Und zwar, ich habe aber eine Idee, die am Ende des Tages auf dasselbe hinauslaufen müsste. Denn, und vielleicht ist das dann doch die bessere Variante, unsere Tochter hatte ja noch einen Ehemann, Hendrik Hermansson. Und natürlich ist sein ältester Sohn der Haupterbe auf alle Titel, die er hält. Noch ist er im Moment bei uns am Hof. Er würde auch nicht gehen, weil er Hofmusikant ist. Dann wird er der neue Herzog der Normandie werden. Aber wir sollten ihn dann meines Erachtens vorher nochmal verheiraten. Und zwar in dem Sinne, so wie es unserer Königin vorschwebt. Ach, jedes Mal ist es immer Ehepartner finden. Genau, Heirat arrangieren sind die am Hof Ehepartner finden. Ja gut, Katholizismus ist klar, Kultur ist egal, aber wo hatten wir Dynastie? Genau, aus dem Hause Sørdething. Er ist jetzt 27. Schauen wir nochmal hier auf den Altersunterschied. Tatsächlich stehen dann hier nur zwei zur Auswahl. Die Gräfin von Herefordshire. Elflet. Sie ist die Schwester der Herzogin von Mercia, die möglicherweise unsere nächste Ratskanzlerin werden wird. Die Zwillingsschwester sogar. Oder diese Dame hier. Die Tochter eines Suffraganbischofs. Ansonsten bringt sie noch relativ viel Prestige ein. Sie ist die Tochter des Earl von Sablé. Angelsächsischer Kultur. Ansonsten stehen hier tatsächlich nicht viele zur Verfügung. Ist auf der anderen Seite natürlich schon 27 und sie ist immerhin Gräfin. Ja, und sie kann jetzt noch wichtig werden bei uns im Reich. Ja. Wobei, er ist ja bei uns am Hof, ne? Verlässt er unseren Hof? Machen wir es mal als matrilineare Heirat, dass die Kinder dann in das Haus oder in die Dynastie der Sørdething auch geboren werden. Wenn wir diesen Vorschlag jetzt abschicken, geht er dann zu ihr am Hof? Nicht, dass wir ihm dann keine Titel mehr verleihen können. Wenn er erstmal Herzog ist, können wir ihm wahrscheinlich keine Heirat mehr vorschlagen. Wir machen das mal so rum. Und ja, ich würde sagen, vielleicht gehen wir einfach parallel vor. Können wir das jetzt? Oder... Ja, das funktioniert. Okay, ich dachte, das geht vielleicht nicht, weil er...
jetzt gerade diesen anderen Vorschlag bedenkt, aber ich glaube, den bedenkt offiziell hier die Countess. Also dann passt das. Gut, dann werden wir das machen. Dann werden wir hier den Titel vergeben. Und er ist jetzt ein mächtiger Herzog. Herzog Hendrik Hermansson von der Normandie. Bin ich gespannt. Und wir brauchen dann, ja, jetzt haben wir keinen Hofmusikant mehr. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Einen neuen Ratskanzler. Oh, und er ist ganz hervorragend geeignet. Ja, dann wird natürlich er das werden. Wir sind jetzt hier zum heimische Angelegenheiten kümmern, das passt auch. Unsere Tochter ist tatsächlich nicht mehr so gut als Ratsspitzelin. Unser ehemaliger Gemahl ist aber auch nicht besser, eher schlechter. Gut, dann denke ich, haben wir erstmal alles soweit vorbereitet und schauen mal jetzt, dass die ganzen Dinge hier bearbeitet werden. So, hier ist erstmal noch einiges an Lösegeld akzeptiert. Er nimmt die Ausbildung an, klar. So, er nimmt das Verlöbnis an zwischen unserer Tochter Ite und seinem Enkel Ordonio. Er nimmt das Verlöbnis an zwischen Bebin und seinem Enkel Renaud. Und es gibt ein offenbartes Geheimnis. Der Fürstbischof Gusfried von Huesca soll mit jemandem aufs Heftige kopuliert haben. Seine Affäre Helga war angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Solche Dinge dürfen außerhalb der Ehe nicht vorkommen. Tja. Jetzt wird wieder nur Helga eingekerkert. So, was ist jetzt mit ihm? Ist das jetzt sozusagen abgebrochen worden? Er scheint abgebrochen worden zu sein, weil er jetzt Herzog geworden ist. Ja, schade. Dann werden wir uns ein Stück weit darauf verlassen müssen, dass er hier selbst die richtige Entscheidung trifft. Gut. Dann schauen wir mal. Hier kann es noch ein Lösegeld geben. Helga würde jetzt Lösegeld bezahlen. Er würde Lösegeld für sie bezahlen. Ja, es muss jetzt wahrlich nicht sein, dass sie im Kerker steckt. Erstmal ist hier dem Genüge getan. In White haben wir niedrige Kontrolle. Okay, dann muss mal unser Ratsmarschall da seinen Dienst verrichten. 3 Jahre braucht er dafür allerdings auch. Wow. So, unser Festmahl geht noch nicht. Da werden wir dann informiert, sobald es soweit ist. Okay. So, ein Befehlshaber ist verbessert und das Lösegeld ist akzeptiert. Und hier ist jemand in unserem Kerker verstorben. Nun gut. Und unsere Königin kann wieder beichten. Hat sie da momentan einen Anlass? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber es könnte jemand finanziert werden. Eine Rüstungsinspiration. Legendär und berühmt. Tja, aber mit Rüstung hat unsere Königin ehrlicherweise weniger am Hut. Dafür jetzt viel Geld auszugeben, sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht. So, gespannt warten wir auf das Ergebnis in Leinster. Denn das wird auch nochmal entscheidend sein, was dann die, nennen wir es mal, diplomatischen Verhältnisse zu Wales angeht. Haupterbin ist auch im Kerker. Gefangen genommen, aha, von einem Grafen hier, dem Grafen von Avranches. Und es gibt natürlich mal wieder einen Krieg gegen König Boson. Es geht diesmal um das Herzogtum. Ein Auflösungskrieg. Aha, okay. Das ist ja auch ein neuer Kriegsgrund aus dem
Ich meine auch aus dem Patch bzw. dem Flavor Pack Fate of Iberia. Schauen wir mal. Uiuiuiui. Und dieser Krieg ist entscheidend. Oh, und das kann diesem König... Oh, der ist aber auch schon arg gezeichnet von der Lepra, wie es aussieht. Das kann das Ende des Königreiches Burgund sein. Nachdem... Ja, es ist auch... Schaut euch mal an, es war mal deutlich größer und mächtiger. Jetzt ist es ein über Europa verteilter Flickenteppich. Aber dieser Krieg würde bedeuten, dass das Königreich vernichtet wird und alle Vasallen von König Boson unabhängig werden. Das ist ein interessanter Krieg. Er ist hier noch verbündet mit dieser Herzogin, oh, die aber auch an der Schwelle des Todes steht. Oh Gott, der Arme. 28 Jahre. Aussätziger ist er. Einbeinig ist er. Er hat eine verpatzte Krankheitsbehandlung. Abergläubisch ist er auch. Um seine Gesundheit steht es schlecht. Oh mein Gott. Verpatzte Krankheitsbehandlung. Er ist ein Riese. Aussätziger, fettleibig. Immerhin hat er sorgsame Pflege. Oh Gott, die arme Königin. Königin Hartwig. Sie ist die Enkelin der Herzogin von Holstein. Dadurch kommt das Bündnis zustande. Sie pflegt ihn noch. Die einzige, die ihm geblieben ist. Ja, das Königreich Burgund, einst mächtig, kann einem eigentlich nur leid tun. Nun ja, gut, wir werden sehen. Unsere Königin kann aber wieder ein Festmahl geben und das wird sie tun. Und sie wird dadurch eine legendäre Frohnatur, sehr gut. Also, vielleicht auch anlässlich der ganzen Verlobung der erfolgreich geführten Kriege hier jetzt die Möglichkeit, mal wieder ein Festmahl zu beginnen. Und ein geselliges Beisammensein zu genießen. Sehr schön. So, dann hoffen wir mal, dass diesmal die Artefakte nicht so leiden. Ja, und das Komplott hier gegen den König lief weiter. Und damit ist das Ganze auch beendet. Die Befehde mit dem Haus wurde ja zuletzt schon beendet, aber dieses Komplott war so weit fortgeschritten und unsere, ich meine, immer noch sind die beiden auch Rivalen, das darf man nicht vergessen. Und unsere Königin wollte noch abwarten, was sich vielleicht dafür sie noch daraus ergeben könnte. So ihre sadistische Ader hat da so ein bisschen durchgeschlagen. Aber jetzt ist dieses ganze Thema erledigt. Und es gibt eine lobenswerte Leistung. Herzog Hendrik lobt ja offensichtlich unseren Ehemann. Als das Festmahl in vollem Gange ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt Herzog Hendrik an Eldwin und mich heran. Welch ein grandioses Festmahl. Ein Kompliment an die Gastgeber. Ja. Und da können wir, denke ich, durchaus mal unseren Herrn Gemahl auch loben. Aha. Und es ist tatsächlich gelungen. Sehr gut. Es scheint, als hätten sich die Bemühungen, die mein Ratswalter in Lanster zeigt, endlich ausgezahlt. Die Menschen vor Ort haben sich von der silbernen Zunge von Herzog Anfudan überzeugen und vom Prestige meines Hofes beeinflussen lassen. Mit Unzufriedenheit innerhalb der ganzen Grafschaft konfrontiert hat Königin Eldgyth den Weg des geringsten Widerstand gewählt und Lanster abgetreten. Die Grafschaft gehört nun ihrem die Jurelehnsherrn oder ihre Jurelehnsherrin in mir. Sehr gute Arbeit. Tja, da will ich mal glatt sagen, wo er schon dabei ist. Kann er hier auch weitermachen. 8 Jahre, naja, es dauert seine Zeit. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir hier mit Lanster? Da gibt es hier dieses Herzogtum. Das wird noch von ihr gehalten. Eigentlich müssten wir... Ah, das können wir auch übernehmen. 250 Gold. Das sollten wir dann tun mal an dieser Stelle. Selbstverständlich haben wir jetzt schon wieder ein Herzogtum zu viel, aber jetzt, denke ich, haben wir die Möglichkeit, das mal hier an den Gemahl unserer Tochter zu übergeben. Schließlich wird
wird er oder wird sie irgendwann Königin von Irland werden. Und hier dann den Gemahl schon mal in Irland auch gut verankert zu haben. Ich meine, er ist irisch, er kommt hier aus Connacht, hat da aber keinerlei Dinge geerbt. Sein Bruder ist hier relativ stark berücksichtigt worden. Von daher passt das doch ganz gut. Und vielleicht hat er dann noch die Möglichkeit, wir geben ihm hier beide Titel, dann auch nochmal etwas zu unternehmen. Schauen wir mal. Damit ist er unser Vasall geworden. Sehr gut. Okay, maximaler Vorzugsbonus. Ah, und damit haben wir das Bündnis geschmiedet, weil er natürlich mit unserer Tochter auch vermählt ist. Sehr gut. Damit schauen wir nochmal die Jure. Ja, sind das tatsächlich nur diese beiden Ländereien? Da müsste er sich dann hier streiten mit dem Herzog von Munster, unserem Ex-Mann. Gut, schauen wir mal. Und damit ist unsere Tochter auch hier mit hingezogen. Wir haben einen freien Ratsposten. Und der Herzog von Cornwall ist da ganz hervorragend. Aber unser Ex-Mann könnte das auch machen. Skopophobiker. Hasst es, von anderen angesehen zu werden. Merkwürdiger Einsiedler. Abergläubisch. Ich meine, die Meinung ist immer noch besser. Er gilt auch als Mörder. Den Vogt von Southampton hat er ermordet. Aha. Ui. Ist alles 3 Jahre her. Ist auch eher ein Kämpfer als ein Spitzel. Na, ich glaube, bei der Vergangenheit, wir werden hier mal den Herzog von Cornwall zuweisen, der dann aber jetzt wieder Komplotte stören kann, nachdem unsere Königin selbst keine Komplotte mehr hat. Wir können aber mal auch auf die, genau, hier geht's lang, auf die Vasallen schauen. Auf unsere feudalen Vasallen und mal auf die Meinung gucken. Es gibt hier den Herzog von Strathclyde, der schlechte Meinung hat. Gibt es dann noch welche? Ja, der ist tatsächlich der Einzige, wie es aussieht. Mhm. Dann kann unsere Königin als hervorragende Diplomatin doch mit ihm mal... Was hat er hier noch? Anhaltender Kummer. Oh, der beste Freund dieses Charakters ist gestorben, wovon er sich noch nicht ganz erholen konnte. Also wird unsere Königin ihn mal beeinflussen. Man ist die gute Diplomatin und kann sich dann auch selber hier um die inneren Angelegenheiten kümmern. Wie ist es eigentlich mit diesen? Das könnten wir auch übernehmen, wenn wir 250 Gold hätten. Im Moment ist diese Herzogin hier, diese junge Frau, die Herzogin von Diubarth. Ja gut, aber das ist eigentlich walisisches Gebiet. Das ist noch ein bisschen was anderes. Genau, sie hat jetzt unseren Hof verlassen, das haben wir mitbekommen. Und jetzt gibt es hier Stunk zwischen unserer Tochter und einer Vasallin. Unter meinem Dach. Ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass die Vogtin Ethelburg und Herzogin Elflet, jetzt hat sie zumindest schon mal wegen ihres Gemahls diesen Titel, möglichst weit getrennt voneinander saßen, doch das reichte nicht. Und jetzt gehen sie mitten in meinem Festmahl aufeinander los. Einer meiner Wachen steht in der Nähe der Prügelei und wartet auf meinen Befehl. Was ist mit dieser Vogtin hier? Haltet ein, wir unterhalten uns später darüber. Die sind nicht mal Rivalen. Aber ich denke, da wird unsere Königin Partei für ihre Tochter ergreifen und sie rausschmeißen. Und damit wird aber sie unsere Freundin. Sehr, sehr schön. Und die Gäste gehen.
Da meine Gäste die Burg verlassen und dabei den gesamten Inhalt meiner Speisekammer in ihren Bäuchen haben, kann ich voller Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Sehr gut. Wunderbar, bis zum nächsten Mal. Ja, und eine Freundschaft mit der eigenen Tochter. Das ist ja durchaus auch eine schöne Situation. Im Moment können wir hier aber dadurch nichts weiter machen. Aber schauen wir mal, was sich daraus noch ergeben wird. Beichten könnte unsere Königin, aber im Moment habe ich das Gefühl, gibt es da nichts zu beichten. Und sie hat ihr Königreich wieder in geordnete Bahnen gelenkt und kann jetzt schauen, welche Dinge dort auf sie zukommen werden. Das schauen wir uns an in der nächsten Folge. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.